Hallo meine Lieben, heute gibt es ein Rezept aus der kurdischen Küche für euch. Und zwar ein leckeres Pfannbrot. Man nennt es auch Nane Sele. Und das wird dann bei uns traditionell mit Fleisch und Gemüse und einer leckeren Joghurtsoße serviert. Das könnt ihr euch dann einfach einrollen wie ein Wrap. Und ich finde, es geht einfach super schnell zu machen und schmeckt zudem richtig, richtig lecker. Und hier sind auch schon die Zutaten für den Teig. Dafür mache ich ganz normalen Hefeteig aus warmem Wasser, Mehl, etwas Öl, Zucker, Salz und einem halben Paket Hefe. Die Zutaten schreibe ich euch natürlich wie immer in die Infobox. Dazu mache ich mir eine Mulde in das Mehl, gebe in die Mitte den Zucker, am Rand das Salz und zerbrösel mir dann die Hefe. Und dann kann auch schon das warme Wasser hinzugegeben werden und zu einem glatten, geschmeidigen und weichen Teig verknetet werden. Das Öl lasse ich hier bewusst raus, denn das kommt bei mir immer zum Schluss mit hinein. Ich habe einfach das Gefühl, dass der Teig so noch mal viel besser also aufgehen kann. Sobald ihr alles miteinander vermengt habt, dann kommt das Öl mit hinzu und das wird dann einfach mit der Faust untergearbeitet. Der Teig kann nun eine Stunde an einem warmen Ort gehen. In der Zwischenzeit bereite ich dann mein Fleisch zu. Dafür brauche ich 200 Gramm Putenbrust und daraus schneide ich mir jetzt einfach ganz kleine Putenwürfel heraus. Diese würze ich dann mit Paprikapulver, Currypulver, Salz und Pfeffer und gebe da auch noch etwas Öl mit hinein. Sobald dann alles schön vermengt wurde, könnt ihr das dann in einer Pfanne ohne Öl scharf anbraten. Und hier einfach nur beachten, dass ihr das nicht zu lange anbraten lasst, denn die Stückchen sind ja sowas von klein, die sind in 0, nichts durch, sonst wird das einfach zu zäh. Also ich lasse sie wirklich nur ein paar Minütchen anbraten und so bleiben sie mir richtig schön saftig und zart. Weiter geht's mit den Hackfleischbällchen oder Hackfleisch-Frikadellen. Dafür nehme ich 250 Gramm Hackfleisch und an Gewürzen fast dieselben. Paprikapulver kommt hinein, Currypulver, hier aber etwas Knoblauchpulver und natürlich Salz und Pfeffer sowie auch wieder Öl zum Binden. Und damit die Frikadellen nicht zu trocken werden, gebe ich da noch Semmelbrösel mit hinein. Die mache ich mir immer selbst aus hart gewordenen Broten oder Brötchen. Die reibe ich mir dann und friere das Ganze dann ein. So habt ihr immer was auf Lager. Paniermehl würde aber auch funktionieren. So, sobald dann alles schön verknetet wurde, könnt ihr euch dann so längsförmige Frikadellen formen. Ich finde die Form halt immer am geeignetsten für meine gefüllten Brote, also für die Wraps sozusagen. Und die können dann im Ofen ausgebacken werden. Ich lasse sie bei 180 Grad so ungefähr 20 Minuten backen. Und der Teig ist dann auch in der Zwischenzeit wunderbar aufgegangen. Aus diesen forme ich mir dann kleine Kügelchen. Die sind jetzt so groß wie doppelt so groß wie eine Walnuss, kann man sagen. Ihr könnt sie natürlich auch noch größer formen. Also meine Brote sind jetzt etwas kleiner als gewöhnlich. Man kann sie aber auch richtig groß formen. So habt ihr einen richtigen Wrap-Teig, kann man sagen. So groß wie diese Wrap-Platten. Sobald ihr dann alle Kugeln geformt habt, könnt ihr dann auch schon loslegen. Und zwar nehme ich mir jede Kugel, drücke sie etwas platt und rolle sie dann richtig schön dünn aus. Wenn ihr das Ganze zwischendurch immer wieder mal dreht, erhaltet ihr auch eine wunderbare runde Form. Und hier ist es wichtig, das Mehl zwischendurch einmal abzuwälzen, einfach mit der Hand rechts und links kurz den Fladen einfach schleudern, sagt man. Und die lege ich mir dann auf ein sauberes Geschirrtuch. Also bevor ich die ausbacke, leiste ich immer Vorarbeit. Ich mache mir da ungefähr 6 Fladen schon mal vor, damit ich sie dann nacheinander schön ausbacken kann. Und so verfahrt ihr dann mit allen Kugeln. Und während dann ein Fladen bei mir ausbackt, mache ich dann schon mal die nächste Kugel fertig. So sieht das Ganze dann aus.
Und nun könnt ihr ein wenig Öl in einer Pfanne erhitzen. Also bei mir ist das jetzt die 8. Stufe von 9 Stufen. Das muss wirklich sehr heiß sein. Und dann gebt ihr da einfach den ersten Fladen hinein und lasst ihn ein paar Sekunden, also maximal eine halbe Minute, schön goldbraun von unten ausbacken. Dabei bilden sich Luftbläschen, das ist nicht so schlimm, nur sollten sie größer werden, da mache ich sie immer kaputt, damit unten einfach alles gleichmäßiger gebräunt wird. Und hier wirklich nicht zu lange ausbacken, also das reicht hier wirklich, wie ihr sehen könnt, es muss einfach nur ein bisschen gebräunt sein, weil der Brotteig ist ja so dünn, der ist in 0, nichts durch. Und so verfahrt ihr dann, bis alles fertig ist. In der Zwischenzeit rolle ich mir immer wieder neue Kugeln aus und lege sie aufs Geschirrtuch. Ja, also eigentlich ist da nicht viel zu beachten. Das ist wirklich einfaches und schnelles Rezept. Natürlich, wer sich die Mühe nicht machen möchte, kann natürlich auch gekauften Brotteig verwenden. Gar kein Thema. Nur den mag ich halt nicht so gerne. Also der schmeckt bei mir immer so gummiartig. Ich weiß nicht, kann ich mich nicht mit anfreunden. Also ich mag dieses Brot am allerliebsten. Wir essen das auch gerne zum Frühstück mit Margarine und Salz. Und das schmilzt dann immer so lecker da drauf, wenn es frisch gebacken ist. Also wirklich richtig lecker. Und heute zeige ich euch einfach mal die Variante, wie wir sie mit Fleisch befüllen und gerne als Wrap sozusagen essen. Also es ist ein toller Snack. Hier zeige ich euch noch eine schnelle Joghurtsoße. Dafür braucht ihr Naturjoghurt, eine Prise Salz, Knoblauch und getrocknete Minze. Natürlich könnt ihr auch frischen Knoblauch verwenden. Das einfach verrühren und schon habt ihr eure leckere Knoblauch-Joghurtsoße. Die passt wunderbar zu dem Gericht. Hier seht ihr auch meine Frikadellen, die schon aus dem Ofen sind. Ich richte das Ganze gerne zusammen an. Und hier an Gemüse benutze ich gerne Zwiebel, Tomaten, Gurken, Paprika und Salat. Aber ihr könnt natürlich nehmen, was ihr möchtet. Und dann könnt ihr einfach alles einrollen und genießen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß zum Nachmachen. Ein wirklich sehr leckeres und einfaches Rezept. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.